Ja, so kann man auch anklopfen. Du hast sie verkauft. Fantastisch. Dann sammle ich nur meine 10 Rubine für die Fuchsmaske. Bezahlung erhalten. Also, dann nehmen wir doch mal die Schädelmaske mit. Um andere zu erschrecken. Du fühlst dich wie ein böses Monster. Hihi. Ich bin gerade überlegen, wenn ich es immer verkaufe. Ja. Genau. Jetzt weiß ich wieder. Let's go. Die Frage ist jetzt, wenn ich am schnellsten dort ankomme. Ich glaube. Ja, ich glaube wirklich zu Fuß. Na voll. Ja gut, machen wir einen kleinen Roadtrip. So ein Velo oder etwas wäre aber schon recht angenehm. In dem Fall. Aber das gibt es leider nicht. Das müsste eigentlich schon der sein, weil der erste Hinweis, wenn man jetzt die Maske nochmal oder sich nochmal überlegt, was der Dings gesagt hat oder was die Beschreibung zur Maske gesagt hat, so ist es besser. Dann hat es ja, geheißen, dass wenn man sie anhat, dass man sich fühlt wie ein gruseliges Monster. Und der erste Hinweis ist darauf, dass ich zum kleinen Böbel im Friedhof raufgehe und ihm die Maske gebe. Aber wenn ich das aber richtig im Kopf habe, ist das aber genau nicht das. Jetzt ist das aber genau nicht. Übrigens. Gruselmaske. No, no, no. Das Spannende ist das da. Hallo! Hey, du da, unter der Maske. Bist du nicht der junge Kokiri? Juhu! Eine coole Maske hast du da. Echt groovy. Mit dem Teil würde ich sicher einige Leute shoppen. Hey, gibst du mir die Maske? Ja. Cool, ich werde sie immer tragen. Oh. Ah. Kennt ihr Majora's Mask? Ist das echt der? Das könnte eine Anspielung drauf sein, ja. Voll auf Majora's Mask. Majora's Mask ist so also mein zweiter, nächster Teil eigentlich von der Zelda-Serie. Mein zweiter Nintendo 64 Zelda-Spiel. Hat es einen Laubkerl oder so einen Laubjunge oder keine Ahnung, wenn man den sagt, wird zum grossen, bösen Antagonist vom Spiel. Und das könnte ja wirklich der sein. Und das geht ja um Masken, oder? Und dass der Typ eben die Majora Mask dann findet. Easy. Ja, und es hat mir noch zu wenig Geld gegeben, dem Olaf. Aber ja, das kann ich verkraften. Okay. Let's go. Also, gehen wir wieder zurück. Verkaufen. Drücken. Let's go. Dann gehen wir doch mal schauen, was für die nächste Maske wird sein. Oh, großartig, du hast sie verkauft. Bitte zahle mir für die Schädelmaske die 20 Rubine. Bezahle mir halten. Gut, die Geistermaske. Eigentlich ist sehr Zombie-Maske, aber easy. Eine Menge Leute kannst du damit erschrecken. Genau, eigentlich genau das gleiche Prinzip. Eine Schreckmaske. Und wenn ich vorher eben gesagt habe, der erste Einfall, wo man die Schädelmaske verkaufen kann, wird ein kleiner Bub gewesen beim Friedhof.
Und weil das eben nicht der Fall war, ist dann der erste Einfall. wie der Geistermaske halt einfach wieder eine kleine vor. Und da wird es noch wie passen. Gut, gut. Ja. Weißt du, was muss ich am Tag machen? Wenn ich es gerade jetzt schnell. Es ist lustig, dass man als Link auch wirklich ein Herrscher über die Zeit ist. Darüber entscheiden, wenn es Tag und wenn es Nacht ist. Okay. Komm ich da eigentlich hoch, hä? Nein, viel zu hoch. Hallo, Anju. Anju heißt die doch, oder? Alter, gehen wir mal zum Friedhof. Bei Tag ist ja eigentlich richtig, der richtige Moment zum Reingehen. Also, wo ist denn der kleine Pfidri? Übrigens, ich kann jetzt noch schnell. Ihr habt es wahrscheinlich gar nicht gesehen durch den Schnitt, den ich gemacht habe. Ich habe jetzt schnell das Texture Pack angepasst und jetzt ist es beim E, wenn ihr das E anschaut. Hat sich jetzt das Ding angepasst. Hat sich jetzt um einen schönen E gemacht, anstatt irgendwas komisches altes Texturen E zu sein. Also. Nein. Ja. Ja, ihr seht nicht besonders gruselig aus und das tun wir jetzt gerade ändern. Schaut dabei, Bibel. Oh graus, es ist Boris, der Totengräber. Na nu? Oh, es ist nur eine Maske. Wow, ich bin ganz schön erschrocken. Gibst du mir die Maske? Sicher schon. Mit dieser Maske sehe ich fast so wie Boris aus. Cool. Hier ist das Geld. Easy. Das war's. Krass, dass er mir trotzdem die 30 Rubin geschenkt hat. Was eigentlich, dass ich verkaufe? Bitte zahle mir für die Geistermaske die 30 Rubin. Bezahlung erhalten. Also, machen wir die Hasenohren. Sie sind doch putzig. Ja, voll. Da liegt mir jetzt zum Playboy-Hasli. Ist auch ein bisschen schneller. Da muss ich mal schnell draussen schauen. Hier ist es noch schwierig zu beurteilen, wenn man so eine fixierte Kamera hat. Aber auf der Julianischen Steppe sollte es eigentlich gut gesehen sein. Also ich glaube zumindest im Majora's Mask gibt es die glaube ich auch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oh, die Tunnel ist ja schon. Also die Schritte sind glaube ich ein bisschen langsamer, ja. Wenn man die Maske nicht da hat. Oh, ja. Dann gehen wir den Typ mal einholen. Den Marathonläufer. Was ist denn mit der Maske? Das ist ja schön ein bisschen wobbelt. Miau, 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 miau.
Zum Glück ist er ein Marathonläufer und kein Sprinter und so, sonst hätte ich ein Problem. Ich muss überhaupt nachzukommen. Ey, aber ich sage das, ich sage euch, als ich das das erste Mal gemacht habe, und so, bis ich den erst nur mal gefunden habe überhaupt. Hey. Das andere ist. Kann ich, glaube ich, kann ich überhaupt mit dem Reden? Mit dem Laufen? Das geht gar nicht, ich muss effektiv warten, bis er ein Pause macht. Lalala, lalala. Oh, die grosse Ananas. Das ist auch so ein Ding, ich habe nie gewusst, wenn man die besiegen kann. Weil am Anfang haben wir effektiv keine Chance, das überhaupt zu schaffen. Aber jetzt mit dem Bumerang ist das recht simpel. Ich glaube sogar. Das ist sogar in meinem Ding möglich. Oh, die Kleinen können wir nehmen. Gut schon. Oh, doch nicht. In der Larve der Killer Anas. Au. Oh. Oh. Jesus, ich hätte mich einfach mal angreifen, aber. Ach, weißt du was? Egal. Die sind echt schnell, hä? Ich glaube, mit dem anderen Schild geht es besser. Donk. Donk. So geht's. Jetzt kommen zwar noch mehr hinten nachher, aber scheißegal. Komm, Marathonläufer, mach mal. Tu dich doch mal. Hm. Tatsächlich meine ich. Komm, komm. Du schon nicht. Du schon nicht. Ah, er hat jetzt Päusel gemacht. Päusel, 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 Päusel. Gut. Uhu. Oi! Ich wette, mit diesen Ohren kannst du die Stimmen hören. Das sind die Ohren, die der große Kürbis prophezeit hat. Komm die Höhe! Was? Was für Stimmen? Kürbis? What the fuck? Mir ist egal, wie teuer sie sind. Ich muss sie haben. Verkauf sie mir. Sicher. Mein Traum geht in Erfüllung. Ich habe Hasenohren. Komm die Höhe! Fütter mich mit Möhren! Aha. Durchgeknallte Kerl hat dich etwas mehr dafür gegeben, dass du zählen kannst. Wow! Ich habe 50. Ich müsste die 50 Millionen Rubin zahlen und er hat mir einfach meine Dings ausgefüllt. Mein Portemonnaie aufgefüllt. Nice. Natürlich nichts dagegen. Wenn ich es 500er gehabt hätte, wäre es natürlich umso besser gewesen. Aber ja. Ich werde immer gewinnen. Das war zu wenig gewesen. Skelett jetzt nicht verwirrt. Naja. Oh. Ja. Hm. Nehmen wir das. Ja, mit der vollen Kernbörse, ne? Ist sicher doof. Okay, dann müssen wir noch schnell speichern. Und dann machen wir noch mal schnell durchlaufen bis zur Maske. Und das war's. Dann können wir dann endlich. Die Ocarina aufpicken. Tschüss zusammen. So, und jetzt würde es mich aber wundern, ob ich die Killer Anas. Wieso bewegt sich nicht mehr? Wenn ich wirklich attackieren kann.
Nein! Hat das auch nicht so. Ah. Das ist zu schnell, 3. Ha! Geschafft. Naja, das hat sich so gelohnt. Plus, das habe ich auch noch 4 Herzen verloren. Naja. Gibt es auf der Farm etwas zu sehen? Habe ich noch das Lea zu vergessen? Okay, also gehen wir nochmal etwas machen. Und zwar gar nicht. Wow! Der andere. Schau genau. Oh, was hat der Freude. Well. Also, was jetzt machen ist. Schnell in der Nacht nochmal zum Bauernhof. Weil ich dann noch ein, zwei Mäßkulturen finde. Gut. Oder? Bin ich schon mal drin gewesen? Ach, ich glaube es nicht. Fröschle. Ja, genau. Knister, knister. Und sind sie? Aber wo? Ach, ich habe daran vorbeigelaufen. Da zum einen. Aber der ist wirklich 3 Stück, das habe ich gar nicht mehr so im Kopf gehabt. Da vorne muss nämlich auch noch eine haben. Und verpasst. Rechts. The fuck? Ist die dort? Nein, hä? Sind wir verwirrt. Ah, dort oben! Lustig, das habe ich ja nicht mehr gewusst. Und her damit. Ach, das ist gut, dass ich es nicht früher schon gemacht habe, weil ohne Bumerang hat es nämlich nicht geschafft. Sehr gut. Sonst ist keine mehr. Und jetzt noch eine, zwar hinten beim Stall oder beim Unterstand von der Rösser. Und jetzt schnell geholt. Und jetzt auch beim Milchhausmülli-Dings, wo ich das Ende Herzelle gefunden habe, ich auch noch eine. Mal schauen. Ja, und die Raben sind mir auch ein bisschen Dorn im Auge, aber bis jetzt haben sie mich noch nicht angegriffen. Gut. Wie soll jetzt gerade eigentlich noch? Ich meine, die sind viel aggressiver. Ist natürlich schon recht. Also. Na shit. Ein paar Herzchen wäre noch cool. Ein paar Herzchen würde ich droppen. Ups. Statt mir ein Herzchen abzuziehen. Oh, der wird sich überrascht. Komm, droppe ich mal ein paar Herzchen. Ist ja nicht. Ja, aber shit, das sind mega viel. What the fuck? Das ist krass. Also, dann schaue ich, dass ich unterwegs ein paar Herzen finde und dann machen wir uns. Ah nein, zum Maskenschiff muss ich noch schnell die Maske zurückgeben, dann habe ich es geschafft.